Wir sollen sie also jetzt quasi wohin schleppen? Zu Strebe, Schell... Oder sind wir jetzt hier? Und wo sollen wir jetzt hin? Zu L. KL? Okay, wir müssen hier hin, glaube ich. Ja, gut. Ach so, da war... Okay, das war eindeutig eine Granate. Okay, wir müssen die Kleine jetzt mitnehmen. Sonst wird sie ja leider nicht herumgehen. Oh Mann, diese Babysitter-Missionen, sowas hasse ich ja. Emma, Snake and Hal are waiting for us in Shell One's computer room. I've got this disc that the president gave me. This disc is supposed to contain a virus that can corrupt Arsenal Gear's operating system. We need you to... This is my program. What? Why did the president give it to you? Huh? Did something happen to the president? President. He's dead. What? You actually wrote this virus? It's not really a virus. It's more like a worm cluster. It's actually a delayed effect autonomous program that's designed to invade GW's cerebrum and render its nerve connections useless. You know what GW is? Of course. I created it. Huh? You look surprised. Well... Cat got your tongue? I'm sorry, I... How about the Patriots? Ever heard of them? Yes, but I only know what I've been told. Can you tell me what you know? Sure, but it's hard to put into words. Right. Are you reading me, Emma? Yes, loud and clear. The president said that Arsenal Gear was the Patriots' key to supremacy. That's as good a description as any. What exactly is it? It's a massive data processing system capable of controlling information on a global scale. A data processing system? That's right. The system's a social device for maintaining the Patriots' control. You've lost me. Well, in this day and age, information emerges from every direction and is freely distributed. A variety of information gathered by servers employing the latest in high-speed communication networks and P2P technology is rapidly circulated to individuals. In fact, the speed of this circulation process is accelerating on an almost daily basis. The Patriots seem to be afraid of this development. Apparently, they believe that their role will shift from dominant to dominated. Huh? Let me give you an example. You're aware of Solid Snake's anti-Metal Gear activities, aren't you? Yeah, I know a little about it. Well, that's just a small sample of uncontrolled information. I can guarantee you the Patriots did not want Solid Snake's name publicized. Now, look at it like this. Political scandal, corporate corruption. Up until now, the Patriots have managed to keep a lid on these and other self-serving events. But with their existing data processing system, they're no longer able to effectively control the flow of information generated at the individual level. With the newly created system, they can fully regulate digital information. High-level information can be categorized in stages, given clearance levels, and deleted as necessary, never to be seen by the public. By deleting such information, the Patriots can shape the course of history as they see fit. Somebody's bound to catch on. No, the memory capacity, not to mention the lifespan of the average individual, is extremely limited. On the other hand, digital information lasts virtually forever. It doesn't deteriorate. So? The alphabet. 26 letters, right? It could have been 30 letters. What if the four deleted letters were controlled by a program? Impossible. It's not. In fact, something similar is already underway. Do you know how many genes exist in an individual? About 30 to 40,000? Right. That's what was announced at the turn of the century. But there's actually 100,000 according to the original theory advanced by the scientific community. Information regarding the remaining 60,000 was suppressed by the Patriots. No. Why? How would you know? Do you know what a gene looks like? Did you count them yourself? There are research organizations. Of course. And their reports have already been subtly altered.
They're even beginning to believe the doctored reports. GW is a system that allows the Patriots to decide what will be recorded in tomorrow's history. So what we're talking about is one huge censorship system for deleting information which might be inconvenient to the Patriots. Exactly. The actual physical core for handling the task, GW, is installed in Arsenal. It's the only system in the world with an optic neural AI that has a parallel processing capacity of 980 trillion Hamets. I suppose that being a specialist in neural AI and complex logic played a significant role in your association with the Metal Gear Project. That's not the only reason. What do you mean? I guess there are plenty of other reasons. Yes, there are. I understand. Do you? So Arsenal Gear was actually designed to protect the GW system, wasn't it? Yes. It's armed with everything, including nuclear weapons, and is fully equipped with cyber-terrorist countermeasures. Physically and logically, it's the ultimate fortress for housing GW. But is the AI actually capable of controlling everything? No. GW is only the system's core. It's only for deciding what data is stored or deleted. The actual subsystem for executing the task exists within our social structure. What? Do you remember the panic that gripped the computer industry prior to the end of the century? You mean the Y2K problem? That's right. If you recall, our government supplied the world with a countermeasure program using the internet at full capacity. The program was distributed to every governmental organization, every key facility throughout the world. In addition, the same program was included in an OS application for distribution among the public. Let me guess. The Y2K countermeasure contained a program designed by the Patriots. Yes, and everything supplied from that day onward contains the same program. Impossible. Do you know how a computer operates? Do you really know the basic principles on how data is exchanged? Nobody's aware of it, but there's a subsystem in place, and it's about to be activated. Is that why Solidus wants to burn out every electrical circuit in Manhattan with a nuclear blast? Probably. But the overall system isn't actually complete. What? It still lacks the necessary factors for judging situations. I heard they were planning a major experiment in the next few days to provide complex data for GW to study. And suddenly all this happens. Emma, it's not your fault. If it wasn't for the terrorists. Yeah, you're right. Well, I think that's about all I know. Right. Thanks. I think we'd better head for the computer room. My bird in the computer room. Is he safe? That noisy overgrown parakeet? Excuse me, he's a parrot. And he's my best friend. My only friend. Well, the bird's okay. Good. Did you know that in the old days, miners used to take a canary into the mine shafts to detect toxic gas? That's what he's for? No. I really needed someone to talk to. Right. I think we'd better get moving. We've got a little longer to cover than the last time. I'll give it my best. Whatever you do, don't open your eyes. Why not? A dead body, not a pretty sight. Oh. Once we get past it, it'll be too dark to see anything. What are those sticks in your head? These? They're lacquered chopsticks. They hold your hair in place. Did you know that they're pretty popular in Europe and South America? Can't say that I do. You're not only cute, but smart too. Oh, I'm much more than cute. Okay, let's go. Oh mein Gott, waren das jetzt von Ryans Seite her, ich sag jetzt einfach mal, billige Anmachsprüche oder was? Naja. Ja, ich würde sagen, wir tauchen hier gleich direkt wieder auf. Nein, du sollst auftauchen. Weil, ja, wir müssen hier quasi an zwei vorbei. Ich glaube, der oben rechts ist durch den Stillman behindert. Naja, behindert auch nicht in dem Sinne, aber ich sage jetzt einfach mal, verhindert. Oder doch nicht? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. P.
PSG-1T, was heißt T? Ach so, wir können jetzt im Waffensystem nicht nachgucken. Scheiße. Was ist das jetzt? Okay, das habe ich jetzt nicht gesehen, was das war. Ist aber wahrscheinlich auch nichts Relevantes, sage ich jetzt einfach mal. Ja, tauchen wir da auch nochmal auf? Ja, sorry, wenn das jetzt etwas langwierig wird für euch, aber ich will ja hier durch, ohne zu sterben. Und das ist... jetzt muss ich hier wieder durch. Zerfix. Ja, dieses Zerfix ist übrigens österreichisch. Die meisten von euch werden es wahrscheinlich eher nicht verstehen. Die meisten von euch sind ja Deutsche. Nehme ich zumindest mal an. Wow. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Ja, wenigstens nimmt sie keinen Schaden. Hoffe ich zumindest. Ich weiß es ja nicht genau. Aber ich glaube... Oh, scheiße. Ja, wir schaffen's. Gerade noch so, Leute. Also Emmas Lunge hat schon ein bisschen gelitten, sage ich jetzt einfach mal. Aber ich denke, das macht jetzt in der Hinsicht nichts. Sind wir hier jetzt richtig? Oh mein Gott, Emma stirbt ja gleich. Soll ich gleich mal eine Reaktion reinschmeißen? Ja, machen wir. Ja, aber wir müssen ein bisschen weiter hier, Emma. Tut mir leid. Oh no, Bugs. I can't handle Bugs. I hate them. Ich rufe noch mal eben den Oberst an. Press down and hold the action button near Emma to hold her hand. Start moving with the button pressed down and you can lead her by the hand. Push the action button again to let go. Okay. Ja, Emma, es hilft nichts. Wir müssen hier durch, Süße. Ja, wir holen uns mal den Lift. Okay. Okay, Emma, komm. Wir müssen hier durch, hilft nichts. Bugs! I hate bugs! What the fuck? Wo sind denn hier Bomben? Wo sollen denn hier Bomben sein? Lebensfunktion, nee, das brauche ich nicht. Ey, wollt ihr mich jetzt verarschen? Kann ich die zertreten oder so? Ja, sie mag keine Bomben. Das ist gut und schön, aber... Nein! Nicht ins Wasser! Ja, ich rufe noch mal Snake an. Raiden, take Emma and go to Strut L. There's a ladder down onto the oil fence on the ocean surface from that strut. Ja, ach so, wir sind noch immer hier. Das heißt auf gut Deutsch... Ja, aber... Ja, dann muss ich Emma auf eine andere Art und Weise zum Lift bringen, nehme ich mal an. Ja, ich kann sie ja nicht einfach stehen lassen. Au.
Was war denn das jetzt eben? Ist die jetzt einfach von alleine niedergefallen, oder was? Ja, wir müssen, schätze ich mal, noch einmal abtauchen. Nur weiß ich jetzt nicht, wohin. Weil... Weil im Prinzip ist ja hier eigentlich eine Sackgasse. Also wo soll ich jetzt hier noch hin? Boah, ey. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das kotzt mich schon wieder etwas an. Ja, dann müssen wir nochmal durch. Hilft ja nichts. Okay, da ist nichts. Naja. Nein! Nicht schon wieder. Wir wollen ja da entlang. Aber warum hat sie eine kürzere Lebens-Dingsdi-Bumsdi als Raiden? Ja, ist logisch, sie ist auch jünger, ne? Ich weiß doch nicht, ob das mit dem Alter was zu tun hat in diesem Fall. Da geht's ja auch nicht weiter. Ey. Also irgendwie habe ich das Gefühl, als waren wir eigentlich schon richtig. Ja. Da ist wieder so eine beschissene Mine. Nee, ich glaube schon langsam, wir waren hier schon richtig. Okay, da geht nichts. Verdammt. Ja, irgendwie macht das Tauchen jetzt auf einmal Spaß. Aber es macht weniger Spaß. Boah, gerade noch so. Ja, Emma wäre mir jetzt fast verreckt. Aber naja, sie hat es ja doch überstanden. Ja, hilft nichts. Hier waren wir falsch. Das heißt, wir müssen logischerweise hier entlang. So. Aber hier ist ja nichts. Außer dem hier, ne? Ja, es ist schon irgendwie eine Belastung, wenn man immer wieder auf andere Leute aufpassen muss. Das kenne ich noch aus Resi 4 recht gut. Ich meine, ich will nicht sagen, dass das scheiße ist, aber es ist belastend. So. Ja, ich muss mir was überlegen, weil ich weiß jetzt gerade echt nicht, was ich machen soll. Sie retten mich bei den Viechern vorbei. Aber naja. Naja. Also sie will hier nicht her. Ja, ich probiere es einfach mal. Ja, vielleicht geht das Eisspray. Vielleicht kann man die irgendwie wegjagen oder einfrieren. Hey, die verschwinden ja tatsächlich. Geiler Scheiß. Ja, okay, ein bisschen übertrieben haben sie es schon bei Konami, wenn ihr mich fragt. Aber naja. So, verpisst euch mal, ihr dreckigen Viecher. Ja, geht unter diesen Automaten rein. Oder wo auch immer hin, das ist mir scheißegal, was hinten, das Kellerasseln. Wo kommt die auf einmal eigentlich her? Ja, verpisst euch, ihr blöden Viecher. Ja, ich mag selber keine, also Insekten mag ich eigentlich schon, aber sowas nicht. Also Spinnen oder sowas mag ich voll, also ich bin ja voll der Spinnenfreund. Ich habe selber schon zu meiner Freundin gesagt, wenn wir wirklich mal zusammen leben, dann will ich auf alle Fälle irgendwelche exotischen Tiere haben. Nicht, weil es eklig ist, sondern weil ich es persönlich cool finde. Weil Katzen, Hunde oder sowas hat eh jeder zu Hause. Man sollte auch mal flexibel genug sein, dass man sagt, ja, man nimmt andere Viecher auf. So. Aber jetzt haben wir, glaube ich, alle, oder?
Ja, verschwindet hier. Okay, jetzt bin ich wieder zu weit weg. Ja, das ist jedes Mal ein bisschen ärgerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, ja, was soll man machen? Ist halt leider das Spiel, ne? So, ihr rennt auch bitte mal weg. Dankeschön. Okay, da ist nichts mehr. Gut. Dann können wir jetzt Emma mitnehmen, oder? So. Kommst du, Süße? Achso, ich darf keine Waffe in der Hand haben. Ist klar. Komm schon. Ja, aber sie ist wirklich süß. Sie ist süß, sie ist klein. Und ich persönlich mag ja so hilflose Mädels irgendwie. So, Emma, wir haben es geschafft. Ja, auf eins. Ich hoffe, wir kommen da jetzt rechtzeitig hin. Zu diesem L-Room. So. Moment mal, ich lasse sie mal eben hier. Ach, ist das sonst nichts? AKS? Übrigens wollte ich schauen, was das andere eigentlich ist. PSGT, Betäubungsgewehr in der Beobachtungsperspektive. Ah, jetzt haben wir davon ein Betäubungsgewehr. Ja, geiler Scheiß. So, Emma, komm mit. Nein! Nein, da ist niemand, Kumpel. Oh oh. Erschießt er jetzt Emma oder was? Du erschießt mir nicht, meine Emma. Nee, ganz bestimmt nicht. Wow, wow, wow. Ja, jetzt schießt er mich auch ab. Ja, ein bisschen Action gehört dazu, wie man sagt. Ja. Achso, jetzt habe ich zu der Soulcom gewechselt. Ja, passt schon so. Komm schon, Emma. Okay, der ist nur betäubt. Aber der andere ist eindeutig besiegt. Das ist unfair mit deinem Schutz hier. Ja, töte mich, du Arschloch. Wenn du unbedingt meinst, du müsstest mich töten. Ja, dann müssen wir halt nochmal hier anfangen. Ist ja kein Problem. Hauptsache ist, wir sind schon mal hier, ne? Aber dass hier einer steht, kann ich ja auch nicht wissen. So, den betäuben wir aber direkt. Würde ich jetzt mal spontan sagen. Sehe ich denn von hier aus überhaupt? Und was ist AKS T-74? Kommt der jetzt raus oder was? Ja, diesmal muss ich ein bisschen vorsichtiger agieren. Ja, der kommt nicht raus. Oder? Jawohl, du bist betäubt, du Arsch. So, jetzt schaue ich mich nochmal um. Ob hier noch einer ist. Man weiß es ja nicht, ne? Und der schläft jetzt bestimmt eine Weile. Ja, da, also da sind die beiden Kameras. Und da ist auch wieder was. Okay, die SOCOM Bullets sind voll. Aber ich glaube, dass da unten gerade einer war, oder? Ja. Kann ich unvorsichtig sein? Nein, kann ich nicht. Ich kann höchstens versuchen, ihn direkt so auszuschalten, falls er jetzt um die Ecke kommt. Oder er sich nicht traut. Traust du dich nicht? Nein, der traut sich nicht. Oh.
Ja, wie gesagt, im Prinzip traue ich mich niemanden zu töten, bei dem ich nicht wirklich weiß, ob der jetzt sozusagen eine Bedrohung für mich darstellt. Aber wir haben jetzt den Weg freigemacht, wir können jetzt Emma holen, weil, ja, ich bin lieber vorsichtig. Und falls ich schon ein bisschen was übersehen habe beim Spiel an und für sich, tut's mir leid, ist nicht meine Absicht, aber... Ja, in diesem Fall ist es mir ehrlich gesagt lieber, wir schaffen's, bevor ich irgendwas vergeige. So, Emma, kommst du? Achso, ja, ich vergesse immer, dass ich die Waffe, ausgerüstet habe. Wie alt ist sie denn überhaupt? Ich meine, man weiß ja auch nicht einmal, wie alt Otterkorn ist. Wie alt wird denn sie sein? 20? Ja gut, man weiß ja nicht mal, wie alt Raiden ist, ne? Oder wurde das schon mal gesagt? Entweder habe ich zu wenig aufgepasst. Moment mal. Ach, jetzt ist da auf einmal auch einer. Wo kommst du, Miesepeter, denn auf einmal her? Ja, nimm's mir nicht übel, wenn ich jetzt Miesepeter sage, aber der stand vorher noch nicht da. So, wir haben's gleich. Oh Mann. Ja, gut, der kommt jetzt von oben. Oh, 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 oh. Oh, Emma, du gehst lieber hierher, bitte. Ja, den schalte ich jetzt mal eben aus. Ja, war ja klar, dass das nicht einfach wird. Nein! Fuck, 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 fuck. Okay, Emma. Emma, 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 komm. Ja, ich scheiße jetzt nicht lang um. Komm, Emma. Ja, schießt ruhig auf uns. Ja, ein bisschen Action darf schon sein. Boah. Ja, okay, dann ballern wir auch mal. So, die haben wir aber niedergeballert. Ja, wenn ich es jetzt noch nicht schaffe, macht es. Jetzt schießen die schon auf Emma. Ey, was? Wieso schießt der Dreckskerl auf Emma? Scheiße. Ja, ich mach das schnell offscreen, Leute.